Herzlich willkommen zu MotoGP Tratsch mit Gustl Auinger, der zweite Teil. Gustl. Gustl, ganz, ganz große Freude. Ist echt super, dass du noch Zeit nimmst. Erster Teil, im Wesentlichen sind wir drüber gefahren, über Yamaha haben wir recht gut gibt es eigentlich auch noch viel bei Yamaha, was man nicht, weil den Cateraro haben wir nicht besprochen. Oh, ihr wurscht. Und dann haben wir gehabt Ducati. Und jetzt im zweiten Teil, was mich natürlich wahnsinnig interessiert, ist diese Performance von Suzuki. Ich glaube, das hat wahnsinnig viele Leute einfach echt gefreut, dass das Underdog-Team so in die Gänge gekommen ist. Ich selber muss sagen, dort, wie es dann in der Suzuki-Box, wie es da abgegangen ist, diese Euphorie, diese Freude, was man da gesehen hat, obwohl ich da 2000 Kilometer entfernt vor dem Fernseher gesessen bin, habe ich so die Gänsehaut gehabt und so feuchte Augen habe ich gekriegt. Es war wirklich ein Wahnsinn. Es war so schön, das zu sehen. Und ich glaube, das war eine echt glorreiche Saison für Suzuki 2020. Und die haben wirklich diese spezielle Situation einfach perfekt ausgenutzt, oder? Ja, wenn man ganz aufmerksam die Saison beobachtet hat, schon von den Wintertests aus, hat man schon gemerkt, dass Suzuki sehr gut aufgestellt ist. Das heißt, wie der neue Reifen gekommen ist in Doha und so weiter, da haben sie schon gewusst, puff, das Suzuki wird schwierig. Also Suzuki ist da. Ja? Und genauso ist es gekommen. Und das ist einfach dieses Fantastische dabei, dass, wie du richtig sagst, so wie die arbeiten, extrem fokussiert und wirklich nur aufs Wesentliche. Das heißt, sie bauen ein gescheites Motorrad, haben sie vor Jahren für diesen Reihenmotor entschieden, der einfach ein bisschen diese Gene hat, dass er ein guter fahrbarer Motor ist, dass er das Fahrwerk und das Fahrverhalten unterstützen kann, können ein sehr, sehr gutes Fahrwerk dazu machen und sind in der Lage, diesen Motor, ja ähnlich wie Yamaha, auch mit einer relativ guten Leistung zu versehen. Und das war ganz einfach genau die perfekten Zutaten für heuer. Sie haben ein super Fahrwerk gehabt, sind tadellos mit Reifen zurechtgekommen, ja fast das Gegenteil ist gewesen, also sie haben einen Vorteil draus gehabt, weil sie gegen Rennende, wo alle anderen am Zahnfleisch gefahren sind, die immer noch Gummi gehabt haben, ordentlich. Und wenn man gesehen hat, auf die Strecken wie da am Red Bull Ring oder auf Strecken, die so wirklich auch Power verlangen, sie sind den anderen Motorrädern nichts nachgestanden. Also sie haben also wirklich ein Top-Motorrad gemacht und haben also dieses Team fantastisch geführt. Also du kannst bei Suzuki vorbeigehen an der Box, wie oft du willst. Am ersten Blick wirst du nicht erkennen, wer ist da der Chef und wer ist der Hackler oder wer ist der Dirigent. Und du hast das Gefühl, da hat jeder seine Aufgabe und jeder ist für dieses Paket verantwortlich. Und auch die Entscheidung mit den jungen Fahrern, die sie gehabt haben, mit Rins und mir, es ist perfekt aufgegangen und sind verdient, wirklich verdient Weltmeister geworden und völlig wurscht, wie viele Siege du hast. Am Ende musst du die meisten Punkte haben und ich sage einmal, da gibt es keinen Makel daran, das ist 1A. Das ist, wie gesagt, immer wirklich auch. Ich habe mich einfach gefreut, wie deppert, habe das so großartig gefunden und was mir, nachdem ja so, wie soll ich sagen, ich habe schon so ein Gefühl oder so ein Sensorium, Hobby für irgendwas, was harmonisch abläuft. Und wenn sowas ist, was das ist, also gemeinsam, so also eine Teamstärke, das merke ich, habe ich immer eine echte Freude, helfe auch immer zu denen. Und das habe ich gefunden, dieser David Privio oder Davide Privio oder so, das ist ja Wahnsinn. Das hast du angeschaut, also gedacht, der ist ja fast nett. Aber immer, du hast auch gesehen, na gut, der ist jetzt voll mit dem Herzen dabei, hat aber trotzdem immer geschaut, dass er jetzt nicht zu überschwänglich ist oder ausrastet. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, das ist ein unvorstellbar leibender Teampapa. So habe ich das irgendwie empfunden. Und das muss ein Goldgriff gewesen sein, oder? Wo ist denn der hergekommen eigentlich? Von Yamaha. Also war lange Jahre Manager für Valentino Rossi. Nein. Und hat Yamaha-Teams gehabt. Also der Davide Privio ist sicher ein ganz fantastischer Mann, der aber, wie gesagt, nicht dieses Erscheinungsbild hat, wie zum Beispiel Gigi D'Alina. Ja, wenn der Gigi D'Alina auftritt, so, ja, ich respektiere und habe ihn sehr, sehr gern. Aber da gibt es halt mehrere. Ja, oder, aber wenn man bei Honda geschaut hat, der legendäre Nakamoto, wenn der gekommen ist. Ja, aber wie gesagt,
beim Davide Brivio musst du schauen müssen, wo wurdelt der um und um. Ja. Ja? Das heißt, er ist in der Box drinnen und arbeitet und tut und hat, er hat ein fantastisches Menschenkenntnis. Das heißt, er kann sehr, sehr gut erkennen, welche Typen ergänzen sie miteinander. Also seine Teamharmonie, die kann oft mit einer einzigen Person zerstört werden. Ja, ja. Und das zeichnet ihn unglaublich aus, dass er das kann. Und ein unglaubliches Vertrauenstraut zum Ober-Suzuki, ja? Zum Obertechniker, der die Verantwortung für Japan hat, der die Verantwortung für Suzuki hat. Beide haben die gleiche Wellenlinie oder Wellenlänge und haben sofort einer Meinung, wenn es um Fahrer Wahl gegangen ist, sofort einer Meinung, wenn es um Entwicklungsrichtungen gegangen ist. Und das ganze Paket hat sie so stimmig gemacht und hat sie so stark gemacht. Und sie waren bis zum Schluss waren sie nie die Favoriten, haben nie die große Favoritenrolle tragen müssen, sondern sie waren immer so ein bisschen Understatement und waren einfach da am Punkt halt dann zugeschlagen. Ne? Und aber wie ich dann gehört habe, dass der weggeht, haben wir gedacht, na gut, das ist eine Tragödie. Das ist wirklich eine Tragödie, oder? Ja, bestimmt. Ich verstehe auf der einen Seite an Davide Brivio und sehe jetzt Suzuki. Und wenn man so eine Einheit ist, die also nicht nach außen drängt, sondern so ein Zusammenhalt ist und aus diesem Zusammenhalt, aus dem engen Kreis so stark ist und auf einmal fällt da einer weg, dann ist eine Lücke. Ja? Und auch wenn alle im Team ähnlich arbeiten, wie er Davide gearbeitet hat und auch die ähnlichen Schwerpunkte hat, er fühlt sicher. Auf der anderen Seite verstehe ich den Davide Brivio, weil er sagt, jetzt bin ich mit Yamaha, habe ich meine Spuren verdient, Suzuki habe ich wieder zum Weltmeister geführt, bitte, was soll ich jetzt noch? Ich kann jetzt Vize-Weltmeister werden, das ist scheiße, es ist Zweiter. Ich muss wieder Weltmeister werden, ja, das war ich. Ja. Und wenn du dann so eine Möglichkeit hast, in der Formel 1 auch noch deine Spuren zu verdienen, verstehe ich ihn. Ne? Aber glücklich wird dort, weiß ich nicht. Ja, deswegen bin ich zu sehr Motorradfahrer. Aber es ist so, und ich sage einmal, so wie diese Mannschaft geformt ist, diese gesamte Suzuki-Mannschaft, wenn es wer schaffen kann, diese Lücke zu schließen, dann diese Mannschaft. Und sie nehmen keinen neuen, keinen Ersatzmann, so wie es momentan Stand der Dinge ist, sondern jeder vom Team macht noch einen Handgriff mehr, um diese Lücke abzuschwächen, sage ich mal so. Ja. Nachdem, wie ich ja im ersten Teil gehört habe, habe ich ja aus erster Hand aufpasst, genau. Ja. Wird ja für 2021, können sie nicht wahnsinnig viel entwickeln. Das heißt, die Suzuki, die steht eh auch für 2021 eigentlich sehr gut da. Ja, die steht sicher sehr gut da. Und wie gesagt, da muss man in dem Zusammenhang unbedingt zwei Marken sagen, weil es hat nur zwei Hersteller gegeben, die wirklich vom Reifen her nicht mit Problemen behaftet waren. Vielleicht manchmal schwierig, aber nicht die Probleme, die wir anderen gehabt haben. Das ist einfach Suzuki und KTM. Und dieses eingefrorene Reglement hat ja einen Sinn, weil sie gesagt haben, ja, diese Corona-Saison, die kostet uns unglaubliches Geld, ja, weil die Weltwirtschaft geht ja nicht spurlos an der MotoGP vorbei. Und frieren wir halt das ein. Ja. Dass das Ganze ein bisschen schwierig geworden ist, aufgrund dieser Umstände mit dem neuen Hinterreifen, der halt ein bisschen was noch braucht. Es ist halt so, aber einen Spielraum hat jeder. Aber in der Rolle der Tonangebenden muss man ganz einfach Suzuki wieder sehen. Das werden die sein, die es zu schlagen gilt, und Herausforderer werden es genug haben. Das kann ich versprechen. Gussel, weil du jetzt KTM angesprochen hast, das KTM ist natürlich ein wirklicher Wahnsinn. Das finde ich so unfassbar, was da passiert ist letztes Jahr. Einfach schlichtweg großartig, so ein echtes Siegfahrer geworden auf einmal. Das Motorradl, absolute Podium, also ja, das Podium war immer in Reichweite. Da sind Pole Positions gefahren worden, Rennsiege sind eingefahren worden. Das alles mit dem Stahlrahmen. Das ist einfach fantastisch. Und mit dem eigenen Fahrwerk. Und das
Aber dort, also für den Stahlrahmen und für das eigene Vorwerk, da sind sie oft gekaut worden und da hat es auch viele gegeben, die denen das nicht zutraut haben, dass mit diesen Sachen dann tatsächlich den Schritt machen können. Da sind sie aber stur geblieben, das finde ich irgendwie sehr leibend und letztes Jahr ist es echt aufgegangen. Also die Maschine hat dann performancemäßig Wahnsinn, wo die gelandet sind. Wo sind dort die Ursachen eigentlich? Weil es ja irre. Ja. Man kann es nicht, leider Gottes, mit einem Schlagwort sagen, warum es nicht geht oder warum es dann wieder dann doch geht. Ich mache kein Hehl daraus. Also ich habe ganz, ganz stark den Stahlrahmen anzweifelt, weil wenn alle Hersteller, die Jahrzehnte Erfahrung haben in der MotoGP, eigentlich die heile Welt im Aluminium sehen und dann kommt Matti Kofen und macht ein Rädel, dann war ich stutzig. Ist überhaupt keine Frage. Eines, eine hundertprozentige Bank hat die KTM. KTM hat einen fantastischen Motor. Also dieser Kurztrieb, der diese Motoren zeichnet, baut und konstruiert, ist für mich einer, der den tiefsten Respekt und die tiefste Ehrfurcht hat, weil es ist ein ganz normaler Kerl, ein ganz normaler Bursche. Wenn du ihn auf der Straße trifft, sagst du, es ist nicht der, ja, weil so ein Ingenieur muss anders ausschauen. Also der hat einen fantastischen Motor und sie haben über lange Jahre ist ein relativer Begriff, aber sie haben schon eine Zeit lang gekämpft mit dem Chassis und sie haben gekämpft mit der Traktion. Und ich habe mich auch mit dem Pete Beirer da unterhalten. Der hat immer gesagt, es ist halt verdammt schwierig, wenn du als Einziger was anderes hast. Ja? Das heißt, sie sind das Stahlrohr. Es ist eine Aufgabe oder ein Befehl gewesen von einem Herrn Pierer, der gesagt, Stahlrahmen ist unsere Religion, ist unsere DNA, über den geht kein Weg drüber hinweg. Und diese Fahrwerkstechniker, die sie geholt haben, haben Erfahrung gehabt, aber nicht im Stahlrahmen. Die haben Aluminiumrahmen gebaut und haben jetzt wieder Stahlrahmen gemacht. Also nicht einfach. Und dann hat man immer mehr gewusst, ist es jetzt das Rahmenkonzept als solches, warum wir noch nicht gewinnen, ist es, weil wir Whitepower-Elemente fahren, aber nicht Öhlins. Weil man darf ja nicht vergessen, das hat mir der Pitzel naheliegend erklärt, wenn Öhlins, der alle anderen ausstattet, einen Schritt macht, dann sind alle Fahrer schneller als wie die KTM, weil die KTM ja kein Öhlins hat. Ja? Das heißt, sie haben halt dann auch versucht, Know-how aus Schweden zu kriegen, also haben wirklich auch Leute, zumindest einen Mann abgeworben von Öhlins und den dort eingebracht, um dieses Manko auch noch auszugleichen. Und dann kommt aber eins dazu, dass also zu den tadellos arbeitenden Chassis, besser werdenden WP-Elementen, granatenmäßigen Motor, ist noch eins dazu gekommen und das ist also in den Insiderkreisen, also aus der Box heraus immer wieder hörbar gewesen, alle reden über Chassis, alle reden über das Federbein, aber keiner redet über den Reifen. Das heißt, der Reifen als solches hat KTM gut unterstützt. Für die ganze KTM-Konzept, was sie bis jetzt sind, war der Reifen zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen, ich würde jetzt nicht sagen Niveau, aber in der richtigen Art. Ja, das heißt, das hat wunderbar funktioniert. Im Grunde genommen ein Granatenmotor, unermüdliches Weiterentwickeln und das Glück des Tüchtigen, dass der Reifen mit diesem Paket so gut harmoniert hat. Das ist wirklich klasse, Gustl. Ich bin irrsinnig gefreut, dass du auch Weitbauer gesagt hast. Ich sage auch immer nur Weitbauer. Mich gefreut, Gustl. Das ist herrlich. Du, Pete Beirer hast du angeschnitten. Den Pete Beirer, vor dem halte ich persönlich wahnsinnig viel. Also ich glaube, der hat schon einen großen Einfluss, dass das so dahin geht. Der hat auch, glaube ich, einen richtigen Ehrgeiz dahinter. Also da ist richtig als ein Plan. Nur habe ich trotzdem nicht geglaubt, dass sie es schaffen. Weil sie selber waren ja überzeugt, dass sie in relativ kurzer Zeit zu so einem Sieg kommen. Ich habe mir gedacht, ja, das ist eher Wahnsinn, wie sie das entwickelt. Aber naja, für einen Sieg. Aber der ist immer drauf gewesen, dieser Pete Beirer, und vor dem habe ich zum Beispiel größten Respekt, weil ich mir denke, na, das ist ein echt guter, ich weiß gar nicht, was er genau ist, Motorsportleiter oder so. Aber der, glaube ich, der weiß, was er will und wie man da hinkommt, oder? Kennst du den besser? Ja und nein. Ja. Ja. Es ist sicher so, dass der Pete, und ich kann mich da erinnern,
wie der Peter diese Aufgabe oder diesen Aufgabenbereich übernommen hat bei KTM, weil ja auch mit Red Bull immer sehr enge Verbindung zu KTM ist, Alban Kindergartner, Heinz und so weiter. Und es oft, man hat manchmal gehört, naja, ganz so einfach ist es oft nicht mit KTM, weil der eine sagt so und der andere sagt so und dann das Ganze immer in guten Zeitabständen alles zu koordinieren, ist nicht immer so einfach, aber so ist es halt. Aber mit der Ankunft von einem Piet Beirer hat man gemerkt, das ist eine Handschlagqualität. Also Piet Beirer ist ein guter Mann und für mich auch sehr wertvoll, weil er hat ja eine Wahnsinnskarriere als Motocrosser, als ein Motorsportler und weiß also schon viele Zusammenhänge sehr gut. Er hat natürlich eine Aufgabe, die auch nicht sehr leicht ist, weil er ist eigentlich unmittelbar neben oder unter den Herrn Bierer. Ja. Und der Herr Bierer ist einfach der, der ein Wahnsinnsgeschäftsmann ist, logischerweise, hat er ja mehr als bewiesen. Und ich sage jetzt einmal, ist ja nicht unhöflich, nicht sehr diplomatisch. Das heißt, das, was er gerade fühlt, das wird mit Lautsprecher verkündet. Und es ist oft nicht sehr einfach. Ja. Und dann dieses Bindeglied herstellen, dass du sagst, vielleicht manchmal ein bisschen ja, schroffen ausdrücken, die vom ganz großen Post kommen, bis sie dann dort sind, bei denen, die an der Front stehen, ja, die in der Box dort Hand anlegen, dass es die richtige Mischung kriegt. Ja. Und da großen Respekt von dem Peter, also das macht er sehr, sehr gut. Aber wie du richtig sagst, ich glaube, auch KTM selber hat mit diesen Kometenergebnissen im Jahr 2020 nicht gerechnet. Man hat schon erwartet, man könnte einmal jetzt endlich ums Podium mitreden, aber dass man dann 3 Siege einfährt. Ja. Dass es der Oliveira aus dem sogenannten Satellitenteam 2 einfährt, dass der Rookie, der Brad Binder, in Brünn an einfährt, das ist natürlich schon ein Wahnsinn, mit dem eigentlich nicht wirklich einer gerechnet hat. Aber hier ist eine riesengroße Latte. Gustl, muss ich, das ist mir jetzt peinlich. Der Oliveira hat 2-mal gewonnen. Ach so, in Potimar zum Schluss sagen. Ja, genau, siehst du das? Ja, ja. Nein, es ist großartig. Ja. 3 Siege, Pole Position gefahren und bei keinem Rennen weg von der Rolle. Hat es ja bei allen Herstellern gegeben, dass sie bei der einen oder anderen Streckenlayout überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Den Ausreißer nach unten hat es nicht gegeben. Also, und wie gesagt, der große Vorteil, dieses eingefrorene Reglement hilft einer jetzt. Ja. Auf der anderen Seite, was natürlich spüren werden, machen sie auch kein Hehl draus, dieses freie Testen, das bis dato möglich war, mit diesen Zugeständnissen, ist halt jetzt auch weg. Ja. Aber wie gesagt, die Basis ist gesund und schauen wir, wie es einer 2021 geht. Ja. Gustl, da hat es was gegeben, weil du bist ja eh immer Fahrerpsychologie, da bist du ja immer voll drauf und bei mir hat es jetzt wollte ich sagen, eine leichte Irritation, es war ein bisschen mehr. Es war eine echte Irritation, also für mein Bild. Und zwar ist das gewesen, der Oliveira, den ich wirklich für einen großartigen Fahrer halte, ich halte auch den Paul Espargaró für einen großartigen Fahrer. Und dieser Paul Espargaró, mit dem habe ich schon ein paar Mal geredet, das hat mir halt immer so getaugt, der hat halt der hat sich halt voll in den Dienst von KTM gestellt. Der hat einfach brennt. KTM, KTM, hat er immer gesagt. Das habe ich. Und der hat auch wirklich, der hat einen mörderischen Ehrgeiz, ist ein Weltklasse-Fahrer, hat auch wirklich viel erreicht. Aber dieser Oliveira, der hat sich mal ein bisschen besorgt. So hin und wieder ist mir das so vorgekommen. Und der Oliveira ist ja den zweiten Sieg dann für KTM eingefahren. Übrigens mit einem unvorstellbar leimenden Manöver. Also diese Zielkurven dort in Zeltwegen, das ist all-time high. Das war wirklich großartig. Aber er hat dann was gesagt in so einem Interview, was mich wirklich gestört hat, nämlich, dass er den Paul Espargaró hat er gesagt, ja, der Paul Espargaró ist halt nicht wahnsinnig gescheit. Und deswegen ist er besser. Der Oliveira und sowas, da wäre natürlich immer ganz hellhörig. Ich weiß natürlich, dass diese Fahrer untereinander hakeln, aber das haben wir gedacht, das hat der Paul nicht notwendig und der Oliveira darf sowas einfach nicht sagen. Du kennst natürlich jetzt die Fahrerseele viel, viel besser, du wirst sagen, naja, aber das interessiert mich, wie du das siehst. Das ist einfach ein echter Fehler, oder? Ja, natürlich. Das Schwierige ist, und das vergisst man immer ein bisschen, aber wir jetzt da
die Person Oliveira oder einen aktiven Rennfahrer sieht. Alles, was du sagst, ist öffentlich. Jeder horcht zu und du hast die verdammte Pflicht, immer korrekt zu sein und du hast die verdammte Pflicht, immer Beispiel zu sein. Und vergisst man manchmal als Zuschauer oder Danebenstehender, dass die auch mit Emotionen immer wieder zum Kämpfen haben und das zu zügeln müssen und immer den Punkt finden, durchatmen, Antwort geben. Es ist natürlich dazu gekommen, dass dieser Training, also dieser Unfall, dieser Sturz beim ersten Rennen in Spielberg, der war halt übermotiviert. Ja, und da haben sie sich beide nicht ausstehen können. Der Miguel, den Aleix nicht am fertig. Also, und schon haben sie sich gestritten gehabt. Ja, und dann passieren solche Sachen. Ich tue das nicht überbewerten, aber ich bin mit der 1000-prozentigen Meinung, dass beide sind sie Klassefahrer, überhaupt keine Frage. Aber der Paul ist halt einer, der ganz eine besondere Arbeitswillen und Arbeitsgeist hat, der für KTM unglaublich wichtig war. Und das hat der Grund ist, warum er, glaube ich, von Honda kontaktiert worden ist. Weil der Paul, er hat seine Chance damals gesehen, wie er bei Tech 3 diese Yamaha verlassen hat. Die hat er ja ein bisschen aus Trotz verlassen. Ja, weil der Bradley Smith hat den Vertrag gekriegt, als erster bei KTM, und den Poncheral haben sie dann gefragt, naja, das ist der Teammanager von dem Tech3-Team, naja, jetzt hast du den Bradley Smith verloren, wen wirst du jetzt nehmen neben dem Pol in deinem Yamaha-Team? Und da hat jetzt der Herr gesagt, naja, vielleicht renne ich mir für beide Fahrer. Und da hat ein bisschen der Pol die Panik gekriegt und gesagt, ah, so tickt der, ja. Und hat von sich heraus den Weg zur KTM gesucht. Ja? Und das war ein Glücksgriff, ja? Weil er hat bei KTM seine Chance gesehen und die hat er realistisch gesehen und hat genau gewusst, okay, wenn er 100% gibt, kann es was werden. Und das, was er so fantastisch kann, das, was, glaube ich, oft unterschätzt wird, der Herr Bierer, wenn er nicht vor Ort ist, er sitzt vor dem Fernseher und er sieht die Rangliste, er sieht die Trainingszeiten. Und wenn der KTM dabei ist, geht es ihm gut. Ja? Und es ist völlig wurscht, der Zeitpunkt, wann er hinschaut und wann die KTM nicht dort steht, ist er unrund. Ja? Und der Bull hat diese Gabe, wann immer der rausgefahren ist, ja? Was auch immer das für Türen, egal welcher eine Session war, und er hat gespürt, jetzt geht was, dann hat der angedruckt auf Teufel komm raus, ja, und hat damit immer diese Lichtblicke gesetzt. Er hat immer wieder diese Laune oben gehalten, hat immer die Stimmung oben gehalten und mit seiner Art und Weise, wie er dieses KTM dann repräsentiert hat, KTM, ja, das ist natürlich Wasser auf den Mühlen von Herrn Bierer gewesen und da ist ein Wohlfühlgehabe und wenn sich der die Finanzen hergibt, wohlfühlt, hast du schon mal die Hälfte gewonnen. Ja. Aber das heißt, Oliveira und das mit dem Pol, das ist eh schon vorbeigegangen. Ist schon wieder verjährt. Ja, ist schon wieder verjährt. Ja, vor allem also dieses Manöver vom Oliveira am Red Bull Ring, das war so, das war eine echte Sternstunde, das war ein Geniestreich, oder? Das war wirklich super. Ja, ich sag, du musst natürlich, du kannst, wenn du da hinten dran bist, du weißt ganz genau, das liegt jetzt einfach am Red Bull Ring, die letzten zwei Kurven und ganz besonders die letzte, die kann über alles entscheiden. Und in dieser letzten Runde hat ja der Oliveira nicht um einen Sieg mitgespielt, ja? Aber die zwei da vorne, eine Uneinigkeit und dann musst du diese Kaltschnäuzigkeit haben, weil ich habe so lange Vortraining gemacht, ja? Und ich weiß ganz genau, wenn dir was plötzlich ins Auge fällt, dass du zwangsweise dorthin schaust. Und wenn er das gemacht hätte, ja, war er mit denen mitgefahren in das Haus. Aber er war unbeirrt und hat seine Linie und hat genau die Chance. Und da fällt mir immer ein Satz von Sebastian Vettel ein, der hat gesagt, ja, ihr redet immer davon, Glück gehabt und eine Chance gehabt. Du musst bereit sein, wenn du die Chance kriegst, dass du sie ziehst. Weil wie oft hat man schon gesagt in seinem normalen Leben, mein Gott, da hätte er Maßen gehabt. Ja?
Du musst immer hellwach sein und wenn die Chance da ist, musst du mit der ganzen Kraft dran ziehen. Und das hat er gemacht, der Miguel. Und, ja, und war halt dann auch für den Pol unglaublich hart. Ne? Weil er war der, der es so weit gebracht hat und dann gewinnt das erste Rennen der Brad, das zweite Rennen der Miguel. Ja, Grutze fix nur einmal. Ja? Also man muss das wieder ein bisschen verstehen. Und, einfach eine Falschaussage, sage ich jetzt einmal, von Miguel, die glaube ich hat er sicher, ich will nicht sagen bereut, aber es hat ihm lauter, dass er es gesagt hat und ja. Ist vorbei. Ist vorbei, ja, unbedingt. So, Gustl, jetzt kommen wir natürlich schon, jetzt führt eigentlich kein Weg mehr vorbei, jetzt kommen wir zu Repsol, weil der Pol fährt jetzt bei Repsol und bei Repsol, also ich schaue jetzt MotoGP seit Mitte der 80er Jahre oder vielleicht Anfang der 90er Jahre schon regelmäßig. Honda, Repsol Honda, war immer Macht und so eine Saison wie heuer, das kann ich mich nicht erinnern, dass die unter ferner liefen, muss man sagen, sind die da gefahren. Das ist wirklich brutal. Das mit Marc Marquez, das ist ein eigenes Kapitel, da habe ich natürlich wahnsinnig viele Fragen, aber der Pol nächstes Jahr mit der Repsol Honda, wird das funktionieren, glaubst du? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon, dass es funktionieren kann, weil es gibt einen Grund, warum er den Pol kontaktiert hat. Und die Arbeitsweise, die der Pol gezeigt hat bei KTM, ist genau das, was Honda braucht, aus meiner Sicht. Weil, ich schau kurz. Weil es ist ganz einfach so, dass ja Honda eigentlich das vertritt, du solltest Weltmeister werden, weil du Honda fährst. Nicht Weltmeister werden, weil du den besonderen Fahrer hast, ob das damals ein Valentino Rossi war oder ob das jetzt Marc Marquez ist. Das will man, das will Honda eigentlich nicht. Honda sollte das Zünglein an der Waage sein. Ne? Deswegen haben sie auch den Kontakt damals zu Jorge Lorenzo gesucht. Weil man, wenn Lorenzo gesagt hat, na ja, wenn der seine Erfahrung einbringt und er mit seiner Fahrweise, dass man dann vielleicht die Honda so weit kriegt, dass der Kell jederzeit gewinnen kann, dass der Lorenzo jederzeit gewinnen kann, dass der Marc jederzeit gewinnen kann, dann wäre es die Honda, das schlagkräftige Paket. Und das ist leider Gottes nicht gelungen. Und dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als wir alle Wünsche dem Marc von den Augen abzulesen und das Motorrad so zu bauen. Und der Einzige, einer, der sicher den Atem hat, diesen Weg zu gehen, ist aus meiner Sicht der Pol. Der kann das machen, der kann Honda da sehr, sehr helfen. Okay. Du, und jetzt hat dieser Alex Marquez, der ist ja am Anfang da echt erbarmt, das war erschreckend. Der hat aber dann also in der zweiten Saisonhälfte oder im letzten Saisondrittel, hat er zwei, dreimal richtig aufgezeigt, wo man sich schon gedacht hat, okay, ist aber schade, dass der weggeht jetzt, weil jetzt geht das schön langsam kapieren. Und dann sind wir geheißen, der braucht ein bisschen länger. Ist das eine richtige Einschätzung oder an was ist das gelegen, dass der am Anfang eigentlich nicht in die Gänge gekommen ist und dann groß aufgezeigt hat eigentlich? Das sind aber auch zwei Punkte. Er hat ein anderer Charakter. Das heißt, der Alex muss ein bisschen verstehen. Ja? Verstehen, mit Verständnis kommt Vertrauen und mit Vertrauen kommt immer mehr näher zum Limit und hat er seinen Weg gemacht. Wie gesagt, der Marc tickt ein bisschen anders, der Marc druckt an, wenn es ihn runterbeitelt, sagt, scheiße, muss ich mir da was einfallen lassen, andersherum. Ja? Aber warum das so extrem war, ganz, ganz hinten und dann doch ans Podium oder ins Podium gefahren, darf man jetzt eines nicht vergessen. Nach diesem angesprochenen, in der letzten Sendung, Wintertest, die irgendwann im Februar irgendwo in Asien waren, hat man festgestellt, dass Honda auch mit diesem neuen Reifen ein bisschen in der Zwickmühle steckt. Sie haben Teile von 2019 probiert, von 2020 probiert und haben dann dieses Paket gemacht, mit dem der Marc ja dann in Jerez gefahren ist und der Marc wollte gewinnen. Das wissen wir und er hat also im ersten Rennverlauf Mühe gehabt, das Tempo von der Quartararo zu gehen und ist halt dann, wir haben es halt leider Gottes gesehen, diesen furchtbaren Sturz gemacht.
da vorangegangen ist, aber warum ist der Sturz passiert? Er ist auf ein Stückchen vorher schon durch den Kies gefahren. Das heißt, er hat dieses Motorrad, das offensichtlich noch nicht so funktioniert, wie sie es gewünscht hätten, überfahren, hat durch den Kies müssen, ist von ganz hinten gekommen, Mark kennen wir, alles oder nichts drauf. Und das Resultat war, dass jetzt der, der das Ding einigermaßen hätte vorn halten können, im Krankenhaus liegt. Ein Motorradl, das in Richtung für Mark entwickelt, jetzt den Fahrer nicht mehr hat, anstelle diesen Fahrer einen Rookie hat. Das heißt also, jetzt ist Honda wirklich in der Bedulie gesteckt. Und jetzt zwei große Komplimente. Zum einen an den Alex Marquez, der über das drüber gestanden hat und gesagt, das ist halt so, ich brauche die Zeit. Ja. Und da kann man jetzt sagen, wie man will, einen Alberto Puig. Ja. Weil, wie du richtig gesagt hast, Repsol Honda, die stehen in der ersten Reihe. Schlechtesten Fall, im Idealfall Pol, ja, ganz normal. Und dann sind sie aber gestanden, aber richtig hinten, aber ganz weit hinten. Und der ist zurückgegangen, diese Honda-Box, die Honda-Mannschaft in der vollen Belegschaft, der Alberto Puig, der ein Ehrgeizler hoch drei ist, ja, ist in der letzten Startreihe gestanden bei seinen Leuten und hat keine Miene verzogen. Ja, das heißt, da müssen wir durch. Und das sind so Punkte, die Champions ein bisschen auszeichnen. Und deswegen glaube ich auch ganz, ganz, das heißt, braucht ja kein Hellseher sein. Natürlich gehen die den richtigen Weg und machen die Schritte wieder nach vorn. Aber es ist in der Zeit absolut nicht leicht gewesen. Jetzt bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil bei diesem Alberto Puig, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, der ist ja, glaube ich, der ist wirklich extrem fokussiert, extrem ehrgeizig, extrem Honda-lastig natürlich. Nicht? Und da habe ich schon von dir auch schon in der Vergangenheit hin und wieder so Aussagen gehört, dass er der ein bisschen zu unmenschlich oder so irgendwie wäre. Aber da hast du nicht gesagt, echt, den hast du jetzt in dieser Situation hast du ihn bewundert. Ja, ganz ehrlich. Und es gibt, ich habe genügend Erlebnisse gehabt mit ihm, weil er auch in den Red Bull MotoGP Rookies Cup ist er immer involviert als Berater, seine Mechaniker sind involviert, also er ist ein sehr wichtiger Teil auch in dem Bereich drinnen, weil er sehr, sehr großes Vertrauen genießt von der Red Bull Spitze her. Und ich habe ihn kennengelernt, da bin ich noch reingefahren mit der 250er Yamaha, mein letztes Jahr, und da war er ein Typ, der Manfred Herwe damals und ich, wir sind, und der Alex Barros, wir sind fast zerbrochen an dem Paket, was wir damals von Yamaha gekriegt haben. Und der Alberto nicht. Der Alberto hat Kolben verharzt. Er ist einfach so aggressiv in der Einstellung gefahren, dass ihm das Kontingent Kolben ausgegangen ist. Wir allerdings, und ich besonders, ich war ja am Zahnfleisch unterwegs, ich habe die Kolben gespart, ja. Ich habe ihm dann Kolben gegeben, dass er mit meinen vorne, also ich habe ihn da kennengelernt und dann habe ich ihn kennengelernt, wie er den Erfolg gestartet hat mit dem Dani Pedrosa und das war für ihn so ein Meilenstein. Er hat gesagt, genau so muss einer sein. Wenn du so bist wie der Dani, dann wirst du was. Wenn du nicht so bist, schleichte. Ja? Und das war dann die Phase, die mich an ihm furchtbar beschäftigt hat. Aber, und das ist auch wieder ein großes Zeichen, auch so ein Typ, der so krankhaft ehrgeizig ist und der so eine fixe Vorstellung hat, Momente hat, wo er es offensichtlich doch überdenkt und dazu lernt. Ja? Also jetzt, ich mit ihm reden, ist 100-mal entspannter, als wir vor ein paar Jahren. Und das ist einfach das Schöne dran. Das ist das, was wir für die Rookies immer verlangen. Lernen, komm lernen, es ist noch viel, es ist alles so neu. Und wir, die vorn stehen, glaube ich, wir brauchen nicht mehr lernen. Ja? Also das ist das Schöne dann dran. Deswegen merkst du das jetzt zu Recht, dass ich anders rede. Und es ist nicht leicht, weißt? Wenn du das Rampenlicht gewöhnt bist. Und dann bist du jetzt der von Honda aus dort steht an der Front. Und dann stehen deine Fahrer ganz hinten, dann ist es nicht leicht. Nur, wenn es dann aufgeht, schau, und wenn dann der Alex vorne mitfährt, wenn der Alex
er hat um einen Sieg kämpfen können, überhaupt keine Frage. Dann am Ende sogar der Stefan, der Bartl-Stefan, auf einmal so richtig munter geworden ist und wieder zum Rennfahrer geworden ist, dann bist du als Alberto Buick wieder einer da und sagst, sagst du, das sind meine Leute. Ja? Also manchmal muss der Schickel zurückgehen, dass du ein Stufenkreiser bist. Ja? Das war jetzt echt schön. Du, und dieser Alex Marquez, wenn der jetzt, der fährt ja nächstes Jahr, also heuer 2021, fährt er dann in diesem LCR-Team, Honda LCR-Team, hat aber glaube ich eher eine Werksmaschine oder so. Das, ich glaube schon, dass der durchaus ein Potenzial, dass er im MotoGP ist, ein podiumsfähig, oder? Ja, ich meine, er hat es heuer schon gezeigt, dass er aufs Podium fahren kann, das ist überhaupt, steht außer Frage. Und man muss jetzt ein bisschen vorsichtig oder differenziert das sehen, diese Teamwahl oder dieser Teamplatz, weil Honda ist in der Zwickmühle gestanden, wie der Jorge Lorenzo gesagt hat, bitte danke, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ja, ich schaffe das nicht. Es ist, bist du ein bisschen am falschen Fuß, du brauchst jetzt einen Fahrer. Wen kriegst du jetzt in diesem Zeitfenster, weil eigentlich nicht die großen Wechsel stattfinden? Und zum anderen sagst du, naja, wer ist eigentlich logisch? Moto2 Weltmeister, wäre eigentlich logisch, dass man den in die MotoGP hieft. Ja? Und dann ist man halt hergegangen und hat diesen Alex dorthin gehieft, weil natürlich die Harmonie mit seinem Bruder zusammen konnte ja funktionieren. Ja? Das Rampenlicht geht am Mark und lernen und Info und weiterentwickeln kann er vielleicht einigermaßen gut. Dann tut sich der Marc weh und ist der Marc weg und der Alex steht an der Front vorne. Ne? Und damit war es natürlich völlig klar, das ist jetzt ein unglaublich harter Brocken für den. Jetzt muss er alles übernehmen. Und dann hat man ihm eigentlich gesagt, pass auf, wir tun dir vom Hauptscheinwerfer weg, fahr beim LCR, kriegst das gleiche Motorrad, aber du bist nicht im grellsten Scheinwerferlicht. Und das war zu diesem Zeitpunkt, wo diese Entscheidung getroffen worden ist, aus meiner Sicht völlig in Ordnung und gut und nachvollziehbar und verständlich. Dass er dann aber ans Podium fährt und eigentlich manns genug ist, sagen wir mal, die Repsol so zu vertreten, hat man auch nicht gleich absehen können. Aber ich sehe das jetzt gleich, wie ein Valentino Rossi fährt eine Werksmaschine mit Werkssupport bei Petronas und ein Alex Marquez fährt eine Werksmaschine mit Werkssupport bei LCR. Und jeder weiß, der also so lange bei Ceccinello der Partner von Honda ist im Satellitenteam, dass der Handschlagqualität hat, dass der ordentlich Arbeit macht, bin ich fest überzeugt, dass dort der Alex seinen Weg machen kann und wirklich den Vorteil hat, so ein bisschen zurücknehmen, also schaut nicht alle auf mich. Ja. Nein, danke. Ja. Der Bernhard. Jetzt kommen wir nicht mehr drum herum. Das ist natürlich jetzt ein unglaublich tiefgreifendes Thema, wo man halt auch leider vollkommen in der Luft hängt. Also ich weiß nichts Konkretes. Ich glaube, das weiß eh niemand was Konkretes. Vielleicht weißt du ein bisschen was. Was ist mit Marc Marquez? Weil ich meine, dass er dort nach einer Woche wieder antreten ist, habe ich sofort an die denken müssen, mit deiner Wirbelverletzung, wie du gedacht hast, und dem Knie, wo du mit dem Vereisungsspray eingespritzt hast, wo auch sogar die Genesung ein Rennen war, wo man dachte, ja, und der Marquez, der ist jetzt halt noch weiter, der macht das schon in einer Woche. Das war aber ein ganz großer Fehler offensichtlich. Und dann muss aber viel daneben gegangen sein, dass der überhaupt nicht mehr zurückgekommen ist. Und glaubst du, kommt er jetzt gleich oder ist das immer noch im Argen? Naja, wir wünschen es uns und ihm natürlich, egal in welcher Reihenfolge du das jetzt siehst, von ganzem Herzen, dass der wieder ins Geschehen eingreift. Aber es ist sehr, sehr schwierig geworden, seine Situation. Und momentan ist niemand in der Lage zu sagen, bis die Saison losgeht, ist der da. Ja, das weiß momentan niemand. Tatsache ist, dass eine Situation gewesen ist, wie das passiert ist, an dem Tag in Jerez, wo das passiert ist und wie es dann plötzlich das Thema war, naja, das könnte eventuell schnell gehen, dann klingt das vielleicht jetzt überheblich, aber da hat es mir ein bisschen abbeitelt, weil da habe ich gewusst, jetzt kommen genau zwei zusammen,
dass die zwei miteinander eine Katastrophe werden kann. Dieser Dr. Mir ist aus meiner Sicht ein fantastischer Arzt. Steht mir auch nicht zu, den in irgendeiner Form zu kritisieren, weil er hat sehr viele Sachen geleistet, die mehr als bemerkenswert sind. Ja? Aber er ist ein Typ, der es liebt, in den Medien zu sein und der es liebt, ich sage jetzt einmal, was zu leisten, was nicht so schnell einer zusammenbringt. Ja? Weil das ist sein Kapital. Und einen Marc Márquez, denn seine Aufgabe ist es, denn seine Bestimmung ist es, denn sein Naturell ist es, Rekorde zu brechen und Schmerzen zu unterdrücken. Punkt. Ja? Und die zwei zusammen, das glaube ich war die schlimmste Situation, weil jeder, muss man ganz ehrlich sagen, der einen Knochenbruch kennt und in dem Fall ein Oberarmbruch, wenn du den jetzt mit Schrauben fixierst, dann ist es perfekt, weil er in einer guten Position zusammenwachsen kann, zusammenheilen kann. Aber es ist ein geflicktes Knochenteil, das einer enormen Belastung ausgesetzt ist. Und das innerhalb von weniger als einer Woche auszugleichen, es ist unmöglich. Weil ich habe den Marc mehrmals gesehen, bloßen Oberkörper. Ich habe von Marc einiges gesehen, wie er trainiert. Und wenn man denn seinen Muskelaufbau sieht, wenn man denn sein Training sieht, dann müsste man sich fragen, Schwachsinn, was er da macht. Weil wenn er mit einem gebrochenen Oberarm auch fahren kann, warum quäle ich mich dann so im Fitnessstudio? Ja. Ja? Also die Belastung, ich glaube, es hätte kein anderer Fahrer überhaupt probiert, weil die Schmerzen zu groß wären. Ja. Ja? Nur die Schmerzen blendet halt der Marc aus und er hat so gedacht, vielleicht geht's. Ja. Und es ist leider Gottes nicht gegangen. Und dann kann man sich schon vorstellen, wenn so eine Operation, ich sage es jetzt extrem, in die Brüche geht, ja. Weil wann bricht ein Titanplatten? Ja. Ein Titanplatten ist stärker als ein Knochen. Das muss uns klar sein. Ja? Und wenn ein Titanplatten bricht oder sie verbirgt, dann muss es auch die Schrauben aus dem Knochen ausreißen. Es geht ja nicht anders. Ja? Das heißt also, da ist was passiert, das dann natürlich Nerven verletzen kann, das dann natürlich Entzündungen mit sich bringen kann. Und das sind die zwei Faktoren, mit denen er zu kämpfen hat. Zum einen eine Entzündung, zum anderen Nerven. Dass schlicht und einfach dann die Heilung, die bei ihm eigentlich immer super funktioniert hat, dann nicht in dem Tempo vorangegangen ist. Und das Resultat haben wir da. Und jetzt ist mir auch noch wichtig, bei dir das zu sagen, weil es ist der Honda sehr kritisiert worden. Ja, warum bitte gar nicht macht Honda das und schickt den Marc eine Woche nach dem Unfall wieder raus? Honda hat die Box geräumt gehabt. Honda hat zusammengeräumt gehabt. Honda war drauf und dran. Haben alles schon im LKW gehabt und dann hat es geheißen, der Marc fährt. Dann ist Honda, Alberto Puig, kopfschüttelnd gekommen und so, wir müssen noch mal ausladen. Er probiert es. Ja? Und das sind halt dieser extreme Ehrgeiz seitens des Arztes, dieser unglaubliche Ehrgeiz seitens des Fahrers, und das, die Dosis macht das Gift, ist ein altes Sprichwort. Und das hat. Jetzt ist mir gleich ganz anders geworden, weil ich würde es aushalten, wenn das halt die Saison 2021 einer ohne Márquez passiert, das halte ich aus, aber wenn das Karriereende wäre, wenn der nimmer Motorradrennen fahren könnte, das wäre ein Wahnsinn für mich. Das würde ich echt, das würde mich echt hart treffen. Aber so ist es nicht, oder? Das wird schon wieder zusammenwachsen und auch die Nerven werden sich schon wieder beruhigen, oder? Naja, wir wünschen es alle. Ja, und alle Press Releases, die es so gibt, sagen, die Heilung ist zufriedenstellend. Ja, was ist zufriedenstellend? Es ist da ein bisschen dehnbar. Und mein Gott, wie lang den Muskelaufbau, den er braucht, um so fahren zu können, wie wir ihn kennen, braucht einen 100% stabilen Knochen. Das ist aber überhaupt keine Frage.
Und solange der nicht 100% stabil ist, wird er da ein bisschen nachhinken. Und jetzt ist halt die Frage, und das steht ganz einfach im Raum, und da tut man nichts schwarz malen, bei Saisonbeginn zu 100%, ob er bei den Testfahrten dabei ist, eher nein, ob er bei den ersten Rennen dabei ist, wann sind die ersten Rennen? Also es wird alles dran gesetzt, weil er selber will sie auch, es gibt einiges zum Gutmachen. Er war schon einmal sehr knapp an einem Karriereende, das vergisst man manchmal, das war in der Moto2-Zeit, wo er zweimal hintereinander kräftig am Kopf gestürzt ist und wo er doppelt gesehen hat. Ja, er war doppelt gesehen und kein Arzt der Welt hat ihm sagen können, wann das vorbeigeht. Also die Argumente oder die Aussagen, die man manchmal hat, naja, jetzt hat er sich heute halt mal weder, jetzt sieht er, wie das ist. Nein, der war schon einmal ganz knapp an dem Punkt, aber wie gesagt, sein Ehrgeiz. Und die medizinische Betreuung, dieser Typ wie er natürlich aussuchen kann und der alle Kapazitäten der Welt heranziehen kann, er wird es schon schaffen. Aber wie gesagt, es ist unglaublich schwierig, ein Zeitfenster zu nennen. Okay. Das Zeitfenster, was die, das ist halb so wild, aber ja. Hauptsache, der kommt wieder in alter Frische zurück. Das wäre mir schon ganz wichtig. Jetzt Repsol Honda haben wir, glaube ich, soweit, oder? Ja. Was ist, Gustl, sag irgendwas Positives. Gib ein bisschen Hoffnung für Aprilia. Ich stehe ja echt auf Aprilia, was die fahre so wahnsinnig gern mit dem Werkstunfisch. Und die RSV4, das sind so göttliche Motorradeln, Straßenmotorradeln, bin so begeistert. Und in diesem MotoGP, jetzt hat es letztes Jahr ein bisschen so ausgeschaut, als wenn es jetzt gehen, aber das Ganze ist immer noch nicht gegangen. Na, kommen die, weil ich meine, der Piaggio-Konzern da im Hintergrund, da muss eher Kohle da sein. Naja, aber der Piaggio-Konzern hat keinen Pira. Ja. Pira sagt, wenn der Pira sagt, das ist mir jetzt wichtig, dann kann er, das Talent und die Kraft hat er, alle Kanäle in die Richtung drehen. Ja. Beim Piaggio-Konzern ist es offensichtlich ein bisschen anders, aber man muss aber auch sagen, sie ist nicht so schlecht, wie sie manchmal ausschaut oder dargestellt wird. Weil man darf nicht vergessen, dass sie mit einem völlig anderen Budget arbeiten, wie zum Beispiel KTM. Man darf nicht vergessen, dass sie, ich sage einmal, sehr, sehr, sehr viel, aber viele sehr gute Leute verloren haben. Einfach weil Aprilia, wie du richtig sagst, eine Macht war über lange Jahre und viele gute Ingenieure gehabt haben und unter anderem ein Gigi Dallina, von dort weg zu Ducati gegangen ist und da hat es mehrere gegeben, gute Leute. Das heißt, sie sind dann in einer Phase gekommen, wo sie gesagt haben, ja, das gleichen wir alles mit unserem Pool an guten Leuten aus. Sind sie auch ein bisschen ans Limit geraten und dann kommt dazu, dass sie mit der Fahrerwahl, mit Iannone und seiner Doping-Geschichte halt furchtbaren Nachteil gehabt haben, weil es ist so, es muss, warum auch immer, Aprilia so 100% hinter Iannone steht und nicht wirklich sich gesagt hat, na gut, Freund, wenn du ein Dopingvergehen machst, dann hast du Pech, dann wirst du ersetzt. Das würde in jeder anderen Sportart so sein. Es muss einen Grund geben, dass sie so die Stangen halten hinterher, aber damit ist natürlich die gesamte Last an Aleix Espargaró gelegen, der Entwicklungsfahren, Testfahren, Rennfahren, alles in einer Person machen sollte und der halt überhaupt keine Hilfe hat, weil Bradley Smith ist sicher tadelloser Testfahrer, ja, aber wäre halt dann gut für zwei gleichwertige Fahrer, die wiederum Feedback geben. Es ist in einer schwierigen Situation und haben einen groben Abstrich am Budget wegen der Corona-Geschichte auch während der Saison nur mehr hinnehmen müssen. Das heißt also, der Motor als solches geht ja nicht schlecht, nur geht er kaputt. Was wiederum nicht schlecht ist, weil wichtig ist, er geht gut und wird dann hin. Weil wenn die Teile, die hin werden, die kannst du dann verbessern. Gut, wenn du eine lahme Krücke hast und sie wird nicht einmal hin, dann wird es schwieriger. Ja? Zum anderen, wenn es jetzt einigermaßen der Motor geschnurrt hat, haben sie gezeigt, dass ihr Chassis sehr, sehr gut ist.
Also sie können bei den einzelnen Sessions, wenn die Bedingungen ein bisschen passen, ein gutes Potenzial zeigen. Ich meine damit, ein bisschen Geduld werden wir heute brauchen, weil sie einfach nicht die Mittel haben oder nicht die Mittel zur Verfügung stellen. Aber man soll es ja nicht schlechter reden, wie sie ist. Was man in der letzten Saison der Wahnsinn schlechthin war, diese Brezen am Red Bull Ring, Sarko, Mobitelli und dann oben die beiden Werksjahrmachers, die unter die Motorradeln durchgefahren sind. Das war wirklich schier, das war unfassbar arg zum Zuschauen. Und da haben sie natürlich diesen Sarko, den haben sie ja natürlich jetzt hat kaut ohne Ende. Und ich weiß aber, dass du immer schon ein bisschen ein Sweet Spot auf diesen Sarko hast, weil das ist, glaube ich, der erste Red Bull Rookies Cup Sieger. Du kennst den relativ gut, du weißt, welche Schwierigkeiten der gehabt hat. Und trotzdem ist er da heuer, ist er schon ein bisschen, ist er wirklich in Ungnade gefallen bei den Fans. Ich glaube, jetzt hat sich das eh wieder ein bisschen beruhigt, aber das ist er schon im Raum gestanden, dass den irgendwie sperren oder irgendwas. Fakt ist, dass der Unfall wirklich grauslich war. Es war bis deppert auf der Stelle, wahnsinnig schnell und dann halt, da ist echt was los gewesen. Wie habe ich das gesehen? Ich habe im Tourt eigentlich bei dem Unfall habe ich jetzt eben nicht viel Schuld gegeben, weil der wollte halt dort reinfahren und dann oben muss er halt ein bisschen abdrehen, sonst fährt er raus. Und der Morbidelli hinten, der hat halt auch nicht abgedreht und dann sind die zusammengefahren, da war es wirklich ein Wahnsinn. Aber der Sarko ist halt auch, der ist jetzt für die meisten Menschen ist der halt auch nicht zugänglich. Also selbst ich habe einmal so ein Interview gehabt und mir gedacht, na puh, ist das schwer mit dem, nicht? Obwohl ich, weißt du, normal öffnen sich die Menschen immer und ich habe wirklich, bin ja wirklich nicht rede mit allen. Und bei dem habe ich das Gefühl gehabt, na, der will jetzt wirklich nicht reden. Der sagt mir dort die kalte Schulter, der mag jetzt nicht reden oder so. Aber du, glaube ich, du kannst dich recht gut mit ihm unterhalten. Sehr gut, ja, wirklich sehr gut, weil weißt du, bist selber Schwitzung. Du stellst mir Fragen, die kann ich nicht mit Ansatz beantworten. Ja, das ist absolut wahr. Er ist in die MotoGP gekommen mit einem unglaublichen Ehrgeiz mit Tech 3, mit der Yamaha und hat mit diesem Motorradl Podium fahren können, hat mit diesem Motorradl super Qualifyings fahren können und war drauf und dran und für ihn war es wahnsinnig wichtig, zu zeigen, wie gut er ist, weil er ein schlechtes Erlebnis gehabt hat. Das schlechte Erlebnis war, er hat einen unterzeichneten Vertrag mit Suzuki gehabt. Er wollte Suzuki-Werksfahrer werden, hat den Vertrag, den Vorvertrag schon gehabt und dieser Vertrag ist dann nicht zustande gekommen, weil Suzuki gesagt hat, na, nehmen wir mal einen Rins, der ist jünger. Und das hat einen Typen wie einen Sarko schwer getroffen, weil er hat jetzt gewusst, bin ich zu alt. Ja? Also er ist ein Jüngerer vorgezogen worden. Also nicht einfach. Es hat er natürlich auch ein bisschen, ich sage mal, seine Ellbogen ausgefahren und einfach gezeigt, er ist da, nicht um Motorrad zu fahren, sondern er ist da, er will gewinnen, er will Weltmeister werden, er will nur einen Stern auf seiner Verkleidung haben, weil er hat zwei Weltmeistersterne, da hat er sich schon aufgemalt, er will nur einen haben. Und ist natürlich, man muss ein gewisses Respekt, ja, aber man darf halt auch nicht zimperlich sein. Manchmal muss man die harte Schulter zeigen. Jedenfalls hat er halt nicht zimperlich seine MotoGP-Karriere begonnen, aber ein Lamm im Vergleich zu einem gewissen Marc Marquez, wie der seine erste MotoGP-Saison gefahren ist. Der ist anders gefahren, ja. Der hat Körperkontakt in rauen Mengen gegeben. Nur, das war anders. Der Marc war der Typ und der Marc, wir brauchen einen solchen, weil wenn der Rossi immer nicht mehr fährt, wir brauchen einen solchen und man hat ihm alles verziehen. Nur in Sarko hat man ein bisschen anders angeschaut. Er hat gesagt, na warte mal, aufpassen, was du da tust. Ja, nicht uns wehtun, uns Eingesessenen. Ja, jetzt hat er halt ein bisschen den Ruf gehabt, dass er nicht zimperlich ist. Und dann ist diese KTM-Geschichte gekommen. Und er ist halt einfach zu einem Zeitpunkt zur KTM gekommen, wo halt das Motorrad wirklich keine Granaten war. Ja, und man darf nicht vergessen, er hat mit der Yamaha ums Podium gefahren, er hat Rennen geführt, er ist in den ersten zwei Startreihen gestanden und die KTM ist gestanden in der vierten Startreihe. Ja.
Ich weiß nicht, was die Erwartungshaltung von beiden waren. Jedenfalls sind sie auseinandergelaufen und er ist halt zu Tode unglücklich gewesen und war deswegen auch für viele Leute einfach nicht zu sprechen, weil er furchtbar gelitten hat auch darunter. Ja. Bis zu dem Punkt, wo er gesagt hat, aus, ich mag nicht mehr, lass mir es gut sein, und hat um die Vertragsauflösung gebeten. Das muss man ein bisschen zu seinem Bild hinzufügen, indem man dann sieht. Ja. Und dann kommt ein Quartararo, jung, fesch, lustig, von den Medien geliebt, Franzos. Boah, jetzt, der nimmt ihm jetzt den Rang weg. Ja. Das heißt, also er wollte bester Franzose sein. Also es spielt alles eine riesengroße Rolle. Und dann kommt er durch den Abgang, durch seinen gewünschten Abgang von KTM in die Situation, dass das Karriereende extrem nahe ist. Und jetzt kriegt er die Chance beim Underdog-Team. Weil diese Ducati in diesem Sponsorama-Team war nicht ein Siegermotorrad, war nicht eine Siegermannschaft dort. Das ist erst besser geworden, weil der Gigi Dallina gesagt hat, fahr dort, hilft er schon. Ja? Und dann ist es ein bisschen besser. Aber natürlich musst du dann, wenn du die Zusprache hast von einem Gigi Dallina, musst du das Vertrauen rechtfertigen. Und was hat er gemacht? Er hat über den Berg auf überholt und hat natürlich die Linie nicht brillant halten können. Und dann natürlich muss er dort vom Gas runter, weil es kommt ja dann diese grausliche Ecken. Und jetzt darf man im Straßenverkehr sagen, naja, was ist denn passiert? Der Morbidelli ist hinten aufgefahren. Also könnte man auf einen Straßenverkehrsunfall sagen, ja, der hat ja was hinten auffahren, ist schuld. Das Überholmanöver aussuchen kannst du das auch nicht. Warte, nimm das nächste, nimm die übernächste Chance. Ist in dem Geschäft nicht. Jedenfalls ist es passiert, die zwei haben sich berührt, sind gestürzt. Und kein Mensch der Welt hätte gedacht, dass diese zwei Motorradeln, die Motorradleichen, so weit fliegen. Und genau zwischendurch fliegen, zwischen Vinales und Rossi. Das ist eine Situation, die kannst du nicht timen, die kannst du nicht planen. Das ist einfach, da hat es uns alle die Augen aufgerissen, hat es uns alle hellwach gemacht und gesagt, bist du deppert. Aber was kannst du tun? Du kannst eine Ovalrennen machen, da wird jeder was schmeißt, wird es rausfliegen von der Strecke weg. Aber du darfst keine Doppelkurve mehr machen, du darfst kein Eck mehr machen, gar nichts. Ne? Ich meine, sie haben da nicht das Bestmögliche draus gemacht. Aber es hat halt gesagt, wir wollen einen spektakulären Rennsport zeigen, wir wollen haben, dass der um seine Position wehrt, wir wollen haben, dass der um seinen Sieg kämpft. Aber dass da immer was mitfährt, das hat uns das Rennen ganz deutlich gezeigt. Ne? Und der Sarko, also ich halte ihn auch für einen wahnsinnig guten Fahrer mit einem echten Potenzial. Wo sitzt der nächstes Jahr? Pramac, also da steigt er auf. Er fährt nächstes Jahr die Pramac Ducati zusammen mit Jorge Martin, was natürlich für einen Sarko, der menschlich, von der menschlichen Wertigkeit wirklich hoch anzusiedeln ist. Und man darf oft nicht vergessen, wenn du dich nicht gut fühlst und dann musst du als Franzose, sage ich jetzt einmal, mit einem österreichischen Journalisten auf Englisch reden, kannst da dein Gefühl oft nicht so rüberbringen, weil du einfach ein Wort suchen musst, sodass man sich gegenseitig versteht. Also in der Heimatsprache reden ist immer viel einfacher. Und ich komme noch einmal zurück zu Valentino Rossi, wie sich der sein Crewchief den Galbusera genommen hat, hat er gesagt, es ist super, wenn du einer kommst von dem Turn und du kannst in deiner Muttersprache reden. Also Muttersprache hat schon einen großen Vorteil. Und es ist halt in dem Fall beim Sarko ein bisschen, er ist halt dann auch kein Schauspieler nicht. Du merkst ihm dann an, dass er sich unwohl fühlt, aber er ist ein fantastischer Fahrer und hat jetzt Ducati bewiesen, habt es gut gemacht, dass man geholfen habt bei Sponsorama. Und nimmt dankend an dieses Ansa-Satellitenteam Pramac. Dort passt er sehr gut hinein, passt sehr gut mit Jorge Martin zusammen. Und man hat ja gesehen, wenn das Werksteam mit den Entwicklungsschritten ein bisschen eckt manchmal, bis mit dem Satellitenteam absolut da, weil ja das, die Basis 1:1 ist. Und deswegen glaube ich ganz fest, dass er dort, ich sag mal so neudeutsch, gesettelter hinkommt, dass er sagt, okay, ich habe es überlebt, dieses Abenteuer mit KTM und Vertragskündigung und böser Bube dort und böser Bube da. Jetzt ist er wieder
jetzt ist er wieder im Business, jetzt ist er wieder im Geschäft, jetzt ist er ruhig, aber herschenken wird er trotzdem nichts, so ist er. Ja. Aber der Rennfahrer muss ein Rennfahrer sein. Das ist halt wirklich ganz, ganz ort daneben gegangen. Aber ich habe dann auch gefunden, wie dann alle irgendwie ganz groß aufgeschrien haben, was das für ein wahnsinniger Selbstmörder und anderer Mörder ist. Da haben wir gedacht, na gut, das geht ein bisschen zu weit. Das ist echt übertrieben, weil denk mal ein bisschen Ayrton Senna, ja, den vergöttern wir heute noch. Ja. Na, in die Quere hast du nicht kommen dürfen, oder? Michael Schumacher, vergöttern wir zu Recht heute noch. War nicht zimperlich. Er ist über die Radl drüber gefahren oder drüber fahren lassen. Nicht zimperlich. Wir schwärmen von einem Marc Marquez, von all seinen Fähigkeiten. Ich weiß, bitte, in Silverstone, der hat den Jorge Lorenzo eine mitgegeben, dass der Jorge Lorenzo jegliches Gespräch mit ihm storniert hat. Ja, der hat nichts mehr geredet mit ihm. Aber wenn du halt die Gunst des Publikums hast, dieser Publikumsliebling bist, dass du der bist, der vielleicht die neue Generation ist, dann wird da halt viel verziehen. Und wenn du aber einer bist, der diese Hierarchie stört oder ankratzt, dann kannst du halt gleich einer sein, der böse Bube ist. Und das wechselt halt immer hin und her. Aber das gehört zu dem dazu. Du Gussl, ich meine, jetzt ist es der zweite Teil. Ich glaube, wir waren echt super. Also du warst super. Haben wir irgendwas vergessen? Aber ja. Ich glaube, schon? Nein, aber ich glaube, wir sind alle Marken sind wir durch, oder? Ja. Ja. Du, dann ist vielleicht noch ein Punkt, der mir jetzt dort, ich weiß nicht, in den letzten Tagen ist mir das einmal aufgefallen. Ja, weil über den Gresini. Über den Gresini habe ich gelesen, dass der leider so mit dem Covid ordentlich dran ist. Und geht es dem jetzt schon besser? Es ist ganz, ganz schwierig, weil auch da ist natürlich so, dass du nicht immer absolut up-to-date bist, wie es ihm momentan geht. Tatsache ist, dass ich den Fausto unglaublich mag, ja, weil ich habe ihn beobachtet, wir sind gegeneinander Rennen gefahren. Das ist schon ein paar Jahre her oder 14 Tage. Aber er hat viele meiner Buben gekriegt. Ja. Und einer meiner Buben ist der Jorge Martin. Und wie der Jorge Martin zu ihm gekommen ist, da habe ich einfach gesehen, was er für eine Gabe hat und was er für eine Emotion hat, wie er mit so jungen Burschen arbeitet. Und das ist ja das Schöne, weil manche Teams glauben, der kommt vom Rookies Cup, hat schon dort schon gewonnen, gewinnt er dort auch. Ist ein Blödsinn. Ja. Und das hat er fast so immer unglaublich lieb gemacht. Und falls er weggegangen ist, haben wir sehr auf den Bugel gehabt gegenseitig, weil es so klasse war. Und er war, wie dieser Corona-Wahnsinn entstanden ist, ganz besonders in Italien, einer der Ersten, der das Göttaschl aufgemacht hat und Beatmungsgeräte gespendet hat und sie wirklich ins Zeug gelegt hat, da dagegen zu arbeiten. Und jetzt hat nicht dieser verflixte Virus erwischt und aber doch so gemein erwischt, dass er ein normales Krankenhaus nicht gereicht hat, dass er in der Spezialklinik nach Bologna hat müssen und dort die Aussage von Ärzten so war, seine Lunge ist nicht gesund genug, um alle Organe ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Also Antwort auf das Problem, künstliches Koma, künstliche Beatmung. Dann irgendwann das künstliche Koma zurück, schauen, macht man ein bisschen munter. Und jetzt ist er halt, einmal schläft er, einmal ist er da. Wenn er da ist, ist er einigermaßen kämpferisch und gut. Also er kennt seine Frau, er redet mit den Leuten. Döst aber dann sofort wieder weg, gewollt, weil er nach wie vor an der Beatmungsmaschine hängt. Und wir wissen, dass dieser gottverdammte Virus, wenn sich der in die Lunge so fest frisst, da gibt es halt noch viel Unbekanntes und da gibt es das Gleiche wie für den Marc. Also wir hoffen ganz fest, dass die Phase durchstängern und dass sie bald hundertprozentig wiederkommen und genauso gilt es für den Fausto, weil er halt, er ist nicht in der Risikogruppe, er ist noch nicht so alt und es gibt uns halt wieder zu denken, dass es die Einschränkungen, die wir alle haben, dass wir nicht umarmen können oder einen Bugel haben können, hat halt einen Grund, weil es ist ein gottverflixter Virus, der halt nicht immer nur mit leichten oder keinen Symptomen zutage tritt. Ne? Aber das Allerbeste für den Fausto, Fausto Gresini, der wird ja schon packen, der Fausto Gresini.
warum er das, Gresini, natürlich, wenn ich das her, nachdem ja nach das wahnsinnige Buch Gustl Auinger Vollgas nicht, da kommt bei der Gresini relativ oft vor. Und ich habe mir dann eben gedacht, in diesen letzten drei Tagen ist mir das eingefallen, und habe mir gedacht, ja, jetzt hat es dort, also du bist die Grand Prix gefahren in die 80er Jahre, hast 5 Rennen gewonnen und ich schaue halt seit die 80er Jahre und da sind natürlich unfassbar viele Menschen durch diesen Grand Prix-Zirkus gegangen. Also da hat es so wahnsinnig viele Fahrer gegeben und die gibt es halt nie mehr oder die machen irgendwas, die sind nie mehr in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es ein paar ganz wenige, die immer noch in diesem Grand Prix-Zirkus sein und einer davon bist du, Gustl, und das ist eigentlich unglaublich leibend, oder? Weil das sind wirklich nicht viele, die über so eine lange Zeit immer in diesem Grand Prix-Zirkus sein und du hast es geschafft, Gustl, und das finde ich eigentlich ganz wahnsinnig lässig. Und jetzt bei Servus TV machst du noch dazu eine wahnsinnig gute Figur. Also das wird dir schon taugen, oder? Also ich muss schon sagen, natürlich bin ich glücklich über das, weil was gibt Schöneres? Und ich habe den Motorsport, ich sage jetzt mal, ich habe den geliebt wie kaum ein anderer. Ne? Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du nicht mehr reinfahren kannst, in meinem Fall das Geld ausgeht, und dann hast du das Gefühl, du verlässt die Welt. Weil ich kann jetzt nicht wieder zurück auf die Eisenbahn, dort wieder Schlosser sein, dann habe ich ja 12 Jahre ein Blödsinn gemacht. Also es ist ganz, ganz schwer. Und man hat mir oft gesagt, du kannst ja ganz gut Motorradl fahren, aber du bist kein Geschäftsmann, du bist viel zu gut. Und jetzt denke ich mir, naja, so falsch kann es nicht gewesen sein. Ja? Weil wenn ich trotz alledem immer noch in dem Sport drinnen bin, in den ich so geliebt habe und immer noch liebe, und du für den so viel Geld verdienst, dass du leben kannst, was kannst du denn Schönes geben? Und natürlich sind ja, es sind nicht mehr gar so viele, die man sich so kennt, aber es ist eine Freude, es ist fühle mich glücklich drüber. Ich muss aber auch sagen, bin halt enorm da Red Bull dankbar, ne? Weil wenn Red Bull dieses Engagement nicht hätte und ich auch nicht das nahe Verhältnis zu Red Bull hätte, war es vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Aber ich merke halt, ich komme ins Fahrerlager und viele Leute, ja, haben mir einen Bugel, viele Leute grüßen mich und das ist schön, das ist klasse. Mhm. Gustl ist echt Weltklasse, weil ich zum Beispiel, ich habe ja immer gern geschaut, war ja auch Fan davon, Randy Memola, und das aber, der ist immer noch, heuer glaube ich jetzt nicht mit der Corona-Geschichte, aber ohne für sich ist der auch, der hat es auch irgendwie geschafft, dass er sich mit diesem Zirkus noch, der ist immer noch in Verbindung, ist immer noch dort, aber wie gesagt, es sind wirklich wenige, und einer davon, Gustl Auinger. Ja, Randy ist natürlich sein Aufgabenfeld weggekommen. Er ist ja der Top-Besitzer, Werkspilot. Ne? Also wenn Ducati, jeder wahnsinnig, der da mitfährt. Aber das wird, aufgrund der keine Zuschauer hat es diese Aktion nicht gegeben. Und deswegen ist halt der Randy, hat es kein Hocken gegeben für ihn. Und auf der anderen Seite von Amerika rumgekommen, aber denkbar schwierig. Aufgrund dieser Situation, ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke, wirklich ein Wahnsinn. Was noch wichtig ist im Rahmen der Zonkos Welt TV, sehr grüße uns bitte die Andrea Schlager. Die ist ganz mörderisch und wir freuen uns schon wahnsinnig auf euren nächsten gemeinsamen Auftritt. Gustl, ich danke dir sehr. Danke dir. Ja, ciao, bitte, ich war nett. Danke.